Wenn ich jetzt zuschaue und sage, was muss ich denn wählen, um eine bestimmte Konstellation zu haben oder nicht zu haben? Dann haben wir da eine Diskussion eben gesehen zwischen Rot-Rot. Trauen Sie diesem Unterschied, dieser Trennlinie, die da aufgebaut wird, oder sagen Sie, ich traue, gucken Sie sich an, Sie können mal eine Ferndiagnose machen. Hat eigentlich dieser Gabriel auch das Ypsilanti-Gen, so wie er da sitzt? Naja, so fröhlich, wie er die Länder schon unterstützt, nachtlos rot-rote Koalition, immer drauf. Ist doch völlig klar, dass er am Ende auch die nüchterne Frage stellen wird, wollen wir als Sozialdemokraten irgendwann nochmal den Kanzler stellen, dann geht das nur, wenn wir die irgendwie dazunehmen. Oder wollen wir eine relativ kleine Partei bleiben im Parteienspektrum und eine Koalition an anderer Stelle machen. Und da wird die Machtfrage sein, geht das oder geht das nicht. Ich glaube, dass dann sogar Herr Steinmeier sagt, dann werde ich lieber Kanzler. Ich sage aber auch, und das sieht man ja heute in den Papieren, die gerade veröffentlicht worden ist, die Frau Nahles steht ja schon bereit, im Zweifel Herrn Steinmeier dann einen angemessenen Platz zu geben, damit sie Kanzlerin wird. Das ist die Politik. Alle gleichzeitig zu schreien, das ist die politische Realität nach meiner Überzeugung. Er hat nach meiner Meinung gefragt, ja, und die habe ich Ihnen gesagt. Darüber können Sie sich aufregen, aber meine Meinung bleibt trotzdem. Erstens, Sie haben natürlich absolut recht. Es war ein Riesenskandal und ein Fehler, dass Frau Ypsilanti vor der Wahl erklärt hat, sie wolle nicht mit der Linkspartei eine Regierung bilden, es dann hinterher doch versucht hat. Und dafür hat sie auch ein bitteres politisches Schicksal erleiden müssen. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Zweitens, Sie haben auch absolut recht, dass man besser nicht lügt in der Politik. Und das wissen Sie selber am allerbesten. Sie haben ja einige... Wir haben ja einige beredte Beispiele. Sie waren ja auch bereit, jüdische Vermögen ins Feld zu führen, um Ministerpräsident zu werden. Sind Sie über die SPD ja eine Weile hergezogen. Müssen Sie das ertragen, ja, wie wir sie auch ertragen. Weil die Journalisten alle was Falsches geschrieben haben. Es gibt eine völlig klare Haltung. Gabriel, einen Augenblick. Diese Geschichte ist jetzt zweimal angesprochen worden. Ich finde, sie gehört nicht in diese Diskussion rein. Wer sie nachlesen will, wie es wirklich war, Faktencheck, und ich möchte jetzt eigentlich nicht noch ein drittes Mal hören. Es geht drittens um die Frage, machen wir eine Koalition auf Bundesebene, das tun wir nicht. Und viertens, Herr Koch, ich habe vorhin ausdrücklich gesagt, arithmetische Mehrheiten sind keine politischen Mehrheiten. Und zum letzten Punkt, das Gutenberg-Papier, das ist identisch in weiten Teilen mit Ihrem CDU-Grundsatzprogramm. Nicht mit dem Wahlprogramm, da haben Sie nichts reingeschrieben. Ich finde, Fakten, können wir noch mal prüfen. Was steht eigentlich im Grundsatzprogramm der CDU zum Thema Kündigungsschutz weg, Besteuerung von Nacht- und Schichtarbeit, Mitbestimmung weg, all diese Themen. Und was steht im Grundsatz, im Papier von Herrn zu Gutenberg? Und dann werden wir merken, dass es in der Tat um das gleiche Programm geht, wie es Herr Westerwelle ehrlicherweise fordert und wo Sie in der Tat Erleichterungen für einen Teil der Gesellschaft fordern, aber nicht für diejenigen, die jeden Tag fünf Tage in der Woche, acht Stunden am Tag arbeiten. Herr Westerwelle, halten Sie es einfach mal aus. Grundsatzprogramm steht davon nichts. Also morgen ausdrucken. Wir haben das Grundsatzprogramm. Geht es hier nach Lautstärke? Ich habe so lange nichts gesagt, da dachte ich mal, ich versuche es mal mit Lautstärke. Aber bevor jetzt noch die Frauenquote kommt, möchte ich doch noch die Moderation behalten. Also Herr Plasberg, wenn wir hier die Frauenquote machen würden, würde ich jedes zweite Mal drankommen, so weit will ich gar nicht gehen. Wir haben das Grundsatzprogramm. Hat nicht geklappt. Wir wollen das Grundsatzprogramm an der Stelle der CDU gecheckt und es stehen die Mindestlöhne, die Kündigungsmöglichkeiten und keine Umweltstandards in deren Programm. Das ist mein privater Faktencheck. Gut, stimmt. Schön, dass Sie noch untergebracht haben. Ich würde auch gerne was zu diesen grünen Bündnissen sagen. Ohne uns geht es eh nicht. Ohne Sie geht es auch nicht. Aber ich wollte Herrn Koch und Herrn Westerwelle um Milde bitten, dass wir uns mal genau angucken. Er ist darüber sehr schnell hinweggegangen. Er hat einen Halbsatz dazu gesagt. Er hat gesagt, das wird es auf Bundesebene nicht geben, um dann in einen Angriff gegen Sie überzugehen. Halten Sie es aus, wenn wir uns mal kurz angucken, wie wir das verstanden haben, was Herr Gabriel gesagt hat? Einverstanden? Wir haben verstanden. Dieses Bild bleibt eine Fotomontage. Alle Beteiligten schließen eine Koalition aus. Aber vielleicht kann man dieses Foto ja bald schießen. Eine rot-rote Koalition unterzeichnet von Oskar Lafontaine und einer neuen SPD-Spitze, Klaus Wowereit und Andrea Nahles. Ach, schade, dass Sie jetzt Lafontaine nicht gesehen haben. Der hat begeistert mit dem Kopf genickt. Ja, aber ich möchte dann zu diesem Thema auch etwas sagen. An dieser Stelle ist der Vorwurf an die SPD völlig unberechtigt.
Das ergibt sich einfach aus den Inhalten. Sie wissen, das Kriegsthema ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Ist auch ein ganz ernstes Thema. Sagen Sie erst mal, warum Sie eben im Kopf genickt haben, als Sie Nahles und Wobereit gesehen haben. Es war mehr die Freude über die Fotomontage. So, ich kenne die Damen und die Herren ja alle sehr lange und sehr gut. Aber lassen wir doch das ernsthafte Kriegsthema, lassen wir doch mal was Ernsthaftes besprechen. Kriegsthema. Das ist für uns eine ganz ernsthafte Frage. Wir reden ernsthaft über Machtoptionen. Entschuldigen Sie, jetzt muss ich mal was Wichtiges sagen. Entschuldigen Sie bitte mal. So, wir, Sie sagen immer, gibt es eine Zusammenarbeit auf Bundesebene? Da sage ich Ihnen, wir haben eine Position, wir halten Krieg als Mittel der Politik für falsch. Die Sozialdemokraten haben im Afghanistan-Krieg eine andere Auffassung. Ich will die jetzt gar nicht kommen. Nur ich möchte Ihnen sagen, solange das so ist, brauchen Sie gar nicht darüber zu spekulieren. Da können Sie noch so viele Fotomontagen machen, was Sie wollen. Wir sind eine Antikriegspartei und daran wird sich nichts ändern. Null. Darf ich dann an dieser Stelle mal Professor Korte einfach damit einbinden? Wenn man sich jetzt mal anschaut, ein Szenario, von dem Sie sagen, es ist theoretisch möglich, dass eine linke Partei mit einer SPD, auch einer linken Partei, koaliert. Nehmen wir mal an, es gibt wieder eine große Koalition, weil das einen merkwürdigen, knappen Wahlausgang gibt. Wie wäre denn, wir haben eben diese Fotomontage gezeigt, ein Übergang möglich? Und er hat begeistert genickt, und zwar nicht nur wegen der Fotos, das habe ich gesehen. Wie wäre ein solcher Übergang möglich einer SPD, die von Wowereit und Nahles geführt wird? Also in der Geschichte ist es auch so gewesen, dass die meisten Regierungs- und Machtwechsel ohne Wählerbeteiligung vonstatten gegangen sind, sodass man in einer Legislaturperiode den Kanzler ausgetauscht hat oder eben durch ein konstruktives Misstrauensvotum versucht hat, einen neuen Kanzler auch zu installieren. Also theoretisch ist es allemal denkbar. Aber es ist doch eher denkbar, dass sich Extreme zu einer Einheit versuchen zu koalieren und zusammenzuschließen. Also ein rechter Linker und ein linker Linker können sich eher zusammenfinden in einer Koalition. Und weil... Das ist ein bisschen kompliziert. Nein, ist gar nicht kompliziert. Weil man, Namen nennen? Ja, weil man unverdächtig ist zur Komplizenschaft. Also die ohnehin der SPD links sind, sind ja auch für Komplizenschaft eher verdächtig, mit der Linken zusammenzuarbeiten. Also nimmt man eher einen Rechten, der zusammenarbeitet mit einer Linken. Das ist eigentlich eher das Modell, dass sich Extreme in einer Koalition durchaus zusammenfinden können. Aber die Möglichkeit, in einer Legislaturperiode zu wechseln, zu tauschen, praktisch zu verändern, ist nichts Neues. Ist das ein undemokratischer... Was regen Sie sich denn auf, Frau Kühnert? Wir würden gerne mal mit Ihnen diskutieren. Ich würde gerne auch mal eine Antwort. Ich würde mal gerne gefragt werden, ob ich das wollen würde und zu welchen Bedingungen. Ich habe das Gefühl, Sie lesen aus einer großen Schale Kaffeesatz. Haben wir eigentlich noch einen politischen Inhalt, außer über Rot-Rot-Grün oder Rot-Rot-Grüne Gespenster zu reden? Entschuldigung, Herr Plassler, wir würden gerne mal mit Ihnen diskutieren. Okay. Ja, ich komme gleich zurück. Können Sie mal kurz erklären? Herr Plassler, Sie müssen mal eine Frage beantworten. Wollen wir den Eindruck weiter erzeugen, dass die Frage von Regierungsbildung in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich von Machtspielchen abhängt und dann jede Theorie dankbar ist? Oder gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass die Differenz, die Herr Lafontaine beschrieben hat, wo es Grund gäbe, sie zu debattieren, es gibt auf unserer Seite eine Menge Argumente, ob vielleicht der Inhalt ein Grund ist, warum es nicht zusammengeht? Sie produzieren ein Bild von Politik, das ein Kinderglaube, das sozusagen ausschließlich die Machtoption, die Politiker treibt. Ich unterstelle Herrn Westerwelle natürlich, dass er in die Regierung will. Aber ich würde ihm nicht unterstellen, dass er dahinter nicht einen bestimmten inhaltlichen Wunsch verbirgt. Das heißt, es gibt Dinge in der Politik, die haben etwas mit politischen Inhalten über die Entwicklung dieses Landes zu tun. Und wo man dann zueinander findet oder nicht. Sie tun, auch mit den Bildchen, die Sie generieren, Sie können ja da auch Rosa Luxemburg noch reinmachen. Die ist aber tot. Ja, aber das würde Ihnen auch nicht stören. Das würde Ihnen auch nicht stören. Sie können jedes denkbare Szenario bilden, auch dass sozusagen es einen Linksrutsch mit Heiner Geißler gibt in der CDU, der erklärt hat, Schwarz-Gelb heute gerade wäre eine Katastrophe für das Land. Das ist natürlich Unsinn, sondern ich finde, Sie müssen es, wenn Sie einen Anspruch daran haben, dass Sie der Öffentlichkeit was über politische Inhalte vermitteln wollen, dann müssen wir die Chance haben, hier über Inhalte zu debattieren und nicht nur über Bildchen, die Sie produzieren. Sie haben über Inhalte von der Abwrackprämie bis zur Bildung diskutiert. Können Sie mir mal kurz erklären, ich komme gleich zurück, Frau Kühners, können Sie mir mal erklären, warum die Machtfrage Politikern so peinlich ist? Also Sie fühlen sich ja geradezu ertappt. Warum kommt jetzt diese Aggression? Gehört Macht Meine nicht Aggression. Zum politischen... Wir sind nochmal anderer Meinung als Sie, aber scheinen Sie nicht zu ertragen. Ich frage, ich habe gar keine Meinung da, ich frage nur. Politik zeichnet sich ja dadurch aus, dass man Macht- und Sachfragen zusammenbringt. Ein Politiker an sich hat erstmal eine Idee, ein Problem zu lösen, aber keine Macht. Er muss sich die Macht immer täglich neu organisieren. Wie ein Tagesintegrationsweltmeister ist er unterwegs, um Sachfragen zu lösen. Aber Sach- und Machtfragen gehören zusammen. Und auch bei einer Koalition. Ideenpolitisch, idealtypisch, von einem Projekt angetrieben, etwas gemeinsam
auch abzuarbeiten. Das ist eine Lernkoalition. So stellen wir uns das idealtypisch vor. Aber faktisch alle Koalitionen, die auch als neue Modelle gebildet worden sind, waren das von Anfang an zunächst mal nicht, sondern sie waren mathematische Möglichkeiten, rechnerisch. Erst nachholend hat man eine Sinnstiftung häufig diesem Projekt gegeben. Idealerweise kann es sicherlich anders laufen, denn Kreativität entwickelt sich so, dass man durch eine unterschiedliche Perspektive auf Probleme, die man kennt, von unterschiedlichen Partnern auch zu einer neuen Lösung kommt. Das ist etwas Positives, was wir uns als Bürger und Wähler auch wünschen. Deshalb sind wir in der Regel auch dafür, neue Koalitionen auszuprobieren. Dankeschön, Professor Korte. Und jetzt